Jo, das immer wieder Green Project oder auch wie hebe ich die Scheiße auf und wie hocke ich daneben? Meine Fresse, bin ich. Also, liebe Entwickler, eigentlich ein cooles, spaßiges Game. Ich habe einen einzigen Wunsch. Die Steuerung ist teilweise so fummelig. Mach die bitte besser. So, also jetzt haben wir da mal ein bisschen Garten gemacht. Ich würde den noch ein bisschen grösser machen. 7 Eicheln, mega. Also, ich bin ja langsam ziemlich mit. Jetzt holen wir nämlich nur den Riddler. Die Zange habe ich dabei. Ich passe schön auf, dass es nicht wieder loslässt. Ja, schlauerweise hätte ich jetzt auch noch ein bisschen aufgeräumt, damit ich noch ein bisschen lauter kann. Schlau, ja, mit Schlau ist halt so eine Sache, das kann Anyway, also, Nummer 1, voller Puller Rüttler. Wegen dem sind wir gekommen. Dann lauten wir einfach noch, was so in den Sack reinpasst. Da ist er. Also, einmal demontieren. Da ist er. Dankeschön. Was haben wir da bekommen? Rezept Rüttler lernen wir natürlich. Da können wir selber herstellen. Und das ist auf die Anleitung. Ja, Eisenerz, Eisentonerde. Ton ist irgendwie nachvollziehbar. Dann würde ich sagen, machen wir einfach die Reihe da noch durchlauten. Weil mehr hat wahrscheinlich eh nicht Platz. Wobei bei dem Lootglück schon. Ich könnte sogar noch den Rest vom Hühnchen essen. Lange nicht, das hätte eh lang. Ja, Tierzucht gibt es ja auch noch. Kann ich bis jetzt noch nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber schau mal, ob das dann im Rahmen von dem Let's Play mal machen. Einfach, dass wir alles ausprobiert haben, was im Moment so kommt. Ist jetzt einfach so, der Entwickler ist sehr aktiv zurzeit und es gibt andauernd wieder Updates. Was ja auch grundsätzlich positiv ist. Und solange der Spielstand weiter funktioniert, ist das auch voll easy. Mein Gott, ich bin auch der Loot-König. Wie komme ich denn zu den. Ah, muss ich da durch. So. Da hat es auch noch vergammeltes Wasser, für den Fall, dass es irgendwann mal knapp wird. Wäre noch interessant zu wissen, ob die sich wieder auffüllen. Immerhin hat sie kein Dach. Theoretisch müsste es reinregnen. Boah, so viel Gelute und ich komme nicht über. Huch. Da hat es was gehabt. Gar nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen Metallsachen haben. Sogar noch einen schlauen. Schrank bauen mit der Chemie. Der Wurm! So! Aber kein Platz mehr. Bin ich da oben gewesen eigentlich?
sehr konsequent. Er sagt, ja, ich darf die Scheite noch bluten, natürlich. Lass die Hälfte da liegen. Wie die irgendein Bürogebäude gewesen sind. Ich freue mich schon. Und was so viele Tote, was ist denn da passiert? Wenn man davon ausgeht, dass die Welt sich langsam vergiftet hat, warum sterben die alle in dem Gebäude? Okay, die. Was bist du mecker? Ein bisschen müde, ja, komm. Da ist doch kein Grund zum da. 15, das langt noch locker zum Retour kommen. Also, dann haben wir jetzt eine gute Seite durchgelootet. Kaffee. So. Soll ich jetzt den Trinken da, komm, so, zack. Da kann ich den Wurm mitnehmen, das ist ganz wichtig. Gut, dann haben wir nachher eigentlich noch die ganz rechte Seite zum Looten und dann ist fertig, lust. Ja, also blaue Pilz, das ist jetzt das nächste, was ich brauche. Und auf das einzuarbeiten, muss ich jetzt halt auf die machen mit den Bäumen arbeiten. Ach, sicher, ja, das jetzt mal reparieren, du Gigo. Dann ist das das, was ich jetzt da nämlich noch mache. Da kommt nichts rein. Ach, das könnte da, das lange gerade perfekt. Ah, bitte, bitte mach die Steuerung besser. Qual, das ist echt eine Qual. No. So. Mm. 28, die Spritze kann noch und auch rein. Jetzt muss ich mir jetzt schon ein bisschen aufräumen. Jetzt haben wir wirklich ein bisschen arges Chaos. Ein zweiter Wurm. 3 Tage sind es vergammelt. So, dann machen wir ein Pilzgericht. Das hat alles keinen Platz, ich brauche dringendsten. Dringendsten noch in den Schrank. Anyway, bauen wir da. Riddler. Dann, bevor es wieder vergisst, sicher rippen. Gut, dann Zange brauche ich für den Moment nicht mehr. Auch da rein. Und ich schaue jetzt mal ein neues Möbel. Ich brauche echt etwas Besseres zum Lagern. Ich glaube, der Fliegerschrank, der ist einigermaßen machbar. Der braucht 5 und 2 Gitter. Also Gitter haben wir sicher genug.
Für die Eisenstangen nicht. Aber wir haben jetzt einen Rüttler. Das heißt, wir rütteln mal. Jetzt habe ich echt langsam das Lagerproblem. Jetzt können wir all den Schrott hin tun. So. Alles überladen. Dann nochmal ein Pilzsüppli. So. Das Huhn, das hebt immer noch. Ach, die ist... Ich denke, ich gehe da hinten noch ein bisschen gehen. Ich mache doch darauf nochmal eine zweite, nochmal eine Reihe dazu. Die Idee ist, dass ich Dachs kaputt mache. Da kann ich sie noch reparieren. Weil, ich glaube, ich brauche nachher wirklich nicht mehr. Just wieder, wenn ich gehen. Meine. Und dann würde ich gerne mit einer komplett ganzen Axt einfahren. Wow, es hat nochmal 3 Samen gegeben. Das ist schon krass. So. Wow, der gehört mir bis raus, der rüttelt wie eine Mauer. Okay. Ach, das. Also Steuerung ist wirklich. Naja, ich habe es schon genug gesagt. Was ich jetzt mache, jetzt gehen wir doch noch die Eichel setzen. Ich mache mal da oben, weil es nimmt mich echt wunder, was die so drauf haben. Sind recht dunkel. Okay, und dann was da unten, damit wir da noch ein bisschen weiter. Das Zeug loswerden. 3 machen wir. 4. Es wird dunkel, er wird müde, das muss so sein. Aber zuerst musst du da noch ein schönes Green Project vorantreiben. So. Supi. Dann haben wir noch 3 und ich würde sagen, die mache ich da oben an. Da, ein vor dem Haus. Ich möchte da wirklich ein bisschen grün haben, wenn ich zu den Hütten rauskomme. Und ich sehe gerade, der Mais ist ready. Den tun wir ab morgen ernten. 1, 2, 3. Ich jetzt eigentlich auch unten können. Ja, ist egal. Ist egal. So. Und ich würde eigentlich gerne die neue Farm im Betrieb nehmen. Das Problem ist, dass ich habe nicht genug Dünger. Und das wiederum bedeutet natürlich Düngerproduktion. Ja, es ist jetzt auch ein bisschen Dünger gegen Lauten. Wobei, eigentlich würde ich ja lieber erst looten, wenn ich... Nachher haben wir geschlafen. Würde ich lieber erst looten, wenn ich den Rucksack habe.
So, nichts gegen die Radiation, dann müssen wir es noch saufen und dann ab bis nascht. Also, die wichtigsten Sachen aus der Stadt haben wir. Rüttler, Pickel und Buschsamen. Das ist schon mal gut. Ja, das ist super. Ja, der Rest kann warten. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier im Alleingang jede Menge Dünger. Du noch ein Pflänzchen hegen und pflegen, sondern gesehen, das Zeug auf die Abernte rundherum, dass die grünen Felder frei sind. In der Hoffnung, dass niemand das kommt, wo ich will. Das wäre hauptsächlich mal ein grüner Pilz. Ja, macht Sinn. Ja. Und wenn ich einen blauen Pilz, wenn ich entweder einen blauen Pilz habe, dann hat es blauen Pilz. Juhu! Also, das zeige ich noch schnell, weil ich brauche mehr, ich brauche 5 davon. Und ich brauche Aloe. Das heisst, machen jetzt so die Grünen natürlich frei, damit da weitere blaue Pilze spawnen. Perfekt. Einfach lassen wir in Ruhe. Da unten hat es einen braunen Pilz, wollte ich nicht. Weil ich zeige das gerade kurz. Das sind Giftpilze. Wer will schon Giftpilz? Weiße Pilz, ist gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, also, was mache ich jetzt hier in meiner Anwesenheit? Ich fasse nochmal schnell zusammen. Ich will die blauen Pilze kultivieren. Ich will da sonst noch ein bisschen schauen, dass sich alles so entwickelt ist. Ich will jede Menge Dünger machen, damit ich da meinen Garten in Schwung bringe. Und ansonsten wird nichts passieren. Ich will nicht looten. Ich gehe erst wieder looten, wenn ihr natürlich dabei seid. In diesem Sinne sage ich Tschüss für heute und das nächste Mal wird es sein, wenn ich entweder Strauchsamen machen kann. Das heisst, ich kann Aloe und blaue Pilze genug können kultivieren und vorhanden. Oder wenn ich gehe looten, aber ich denke, looten würde ich echt erst, wenn ich die Lampe habe, weil dann kann ich nämlich das ganze Baumwollgedöns holen. Und mit dem Baumwollgedöns können wir noch den Rucksack machen und dann macht looten viel mehr Spaß. Jawohl, so viel der Plan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.